Guten Tag, hier ist Geeks Live Luxemburg. Wir stehen hier am Stand von Dunkelsüß mit Quidi. Was ist Dunkelsüß? Dunkelsüß ist eine Online-Community, alles um die Luita-Mode. Das ist eine Street Fashion aus Japan, die um die 2000-Wende hier rüber nach Deutschland kam. Und seitdem hier immer größere Beliebtheit erfreute und dadurch wuchs halt immer dementsprechend die Community, die Szene. Und irgendwann kam der Wunsch auf, eine eigene Seite zu haben und so entstand Dunkelsüß. Seit wann gibt es Dunkelsüß? Dunkelsüß wird nächstes Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. Also knapp 10 Jahre schon. Den Stand hier auf der Animagic. Was verkauft Dunkelsüß? Natürlich erstmal vorrangig alles um Luita-Mode. Also angefangen von wunderschönen Kleidern, wie zum Beispiel Innocent World Kleider, eine japanische Marke, die von J-Store halt von uns ausgeliehen worden sind. Dann haben wir auch viele deutsche Indie-Labels, wie Liparo oder Sweet Sakura, die eigene Kleider schneiden und herstellen. Und dann haben wir wunderbare Accessoires, wie von Meromi, von Dunkelsüß, von Kawaimono, also verschiedene kleine Labels, die quasi vorrangig aus Deutschland kommen, die wir dann in unserem Set hier gesammelt haben, damit wir einen wunderbaren, tollen Luita-Fashion-Set aufbauen konnten. Die Sachen, wo die anbietet, sind die selbst gemacht oder gekauft oder importiert? Teils. Also der große Teil, also wirklich quasi so 90%, sind selbst gemacht. Also wirklich von einzelnen Personen dann Handarbeit hergestellt, eigene Designs erfunden, eigene Prints erstellt, also wirklich Motive, die wirklich selber aufgezeichnet sind, illustriert worden sind, dann zur Druckerei geschickt worden und dann auf den Stoff gebracht worden. Dann haben wir auch importierte Waren, wie gesagt, japanische Modekleidung, die zum Beispiel Innocent World und auch andere Accessoires, wie von Babys Shasha & White, Juliette Justine, solche Kleider. Also Großteil haben gemacht, ein kleiner Teil aus Japan hier ist importiert. Abgesehen von der Animagic, wo kann man euch finden? Wir sind auch öfters auf der Dokumi, die andere Convention in Düsseldorf, die meist um die Pfingstenzeit herum. Da hatten wir dieses Jahr keinen Stand, aber dafür die Tea Party mit Putumayo gestellt. Und wir wollen natürlich auch nächstes Jahr gerne wieder mal einen Stand haben oder anderweitig auf der Dokumi vertreten sein. Wenn man es jetzt außerhalb von einer Convention kaufen will, habt ihr eine Internetadresse oder einen festen Shop? Also wir haben natürlich unsere eigene Community, dunkelsüß.de. Das ist leider kein Online-Shop, aber wir bieten für die Community einen Linkpool an, wo alle Links für bekannte Marken, Indie-Labels und so weiter und so fort gesammelt haben. Zumal haben wir als Online-Dienst einen eigenen Flohmarkt. Wenn man halt angemeldet ist, kann man dort seine Sachen Secondhand weiter anverkaufen und dementsprechend auch Secondhand halt auch erwerben. Okay. Danny Magic, wie hat es euch bis jetzt gefallen? Oh, wunderschön. Also wir sind auch schon, glaube ich, zum 6. Mal hier mit unserem eigenen Zelt und sind gerne hier, machen auch immer gerne auch ein bisschen Programm. Also zum Beispiel gestern gab es auf der Outdoor-Bühne eine kleine Mondshow mit wunderbaren Kleidung von den ganzen Indie-Labels, die wir dementsprechend halt eingeladen haben. Und dann hatten wir auch einen Luita-Panel, wo wir quasi alles über Luita-Mode erzählt haben für den Luita-Fan oder Luita-begeisterten Zuhörer. Dann sage ich vielmals danke und ich wünsche noch eine schöne Animagic. Dankeschön, ebenfalls.